Wir haben in Deutschland keine Untersuchung der Krise gehabt. In den USA hatte der amerikanische Kongress eine unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet, die einen Bericht gemacht hat, was ist eigentlich schiefgelaufen, was waren die Dinge, auf die man achten muss. Diese Art von Untersuchung hat bei uns gefehlt. Das ist mit ein Grund, warum man sich dann auf Ersatzmaßnahmen konzentriert, Kontrolle von Hedgefonds, Verbot von Leerverkäufen, Finanztransaktionssteuer, ohne wirklich den Kern des Problems anzugehen. In Deutschland sind die Landesbanken das eigentliche Zentrum der Krise. Aber die öffentliche Wahrnehmung ist die, die Krise ist eine Krise des Herrn Ackermann. Ich will also nicht die Verantwortung von Herrn Ackermann und seinen 25% Forderungen für die Eigenkapitalrendite beiseite schieben. Nur, wenn ich mir angucke, was sind die großen Verluste für den Steuerzahler? WestLB 18 Milliarden, Bayerische Landesbank 8 Milliarden, Industriekreditbank mit maßgeblichem Einfluss der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau 9 Milliarden und so weiter. Hypo Real Estate, Größenordnung irgendwas zwischen 12 und 20 Milliarden. Wobei man dazu sagen muss, die Großmutter der Hypo Real Estate, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, stand unter starkem Einfluss des Freistaats Bayern und hat sich in den 90er Jahren mit Immobilienfinanzierungen in Sachsen verspekuliert. In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland wird zu wenig darauf reagiert, dass die Krisenbanken, die Banken, die die größten Verluste für den Steuerzahler mit sich gebracht haben, unter Staatskontrolle oder Staatseinfluss standen und stehen. Und es ist ziemlich klar, dass solange sich da nichts ändert, solange diese Banken auch keine vernünftigen Geschäftsmodelle haben, solange es in den Geschäftssegmenten, wo sie arbeiten, Überkapazitäten gibt, wir immer wieder mit Problemen konfrontiert werden. Aber solange das nicht medial thematisiert wird, politisch thematisiert wird, wird sich da auch nicht viel daran ändern. Bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Casino-Kapitalismus oder volkswirtschaftliche Notwendigkeit, Fragezeichen, zum Nutzen und Schaden, Nutzen und Risiken von Finanzinnovationen. Da saß ein Banker und sagte, naja, also als ich 1990 ungefähr anfing, wurden wir nach Shareholder Value und Return on Equity entlohnt. Und Return on Equity, also die Eigenkapitalrendite, kann man wunderbar hochfahren, wenn man sich verschuldet. Also haben wir uns verschuldet. Und dieses Übermaß an Verschuldung hat zu den Problemen beigetragen. Und ich konnte sehen, dass das, was ich ein paar Jahre früher in diesen abstrakten Vorlesungen bei Herrn Hellwig gehört hatte, sich in der Realität tatsächlich wiederfand. Der Moderator der Diskussion sagte, das ist ja sehr interessant, aber sagen Sie mal, Ihre Bank ist bei dem und dem Bericht in Sachen Genauigkeit der Protokollführung bei der Anlageberatung nicht gut weggekommen. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Und dann wurde 10 Minuten lang darüber geredet, was ist zumutbar bei einem einstündigen Gespräch über die Anlage von 5.000 Euro,
welcher Aufwand da getrieben werden kann. Das ist wichtig, aber im Hinblick auf die Risiken, über die wir hier reden, ziemlich irrelevant. Während das, was der vorher gesagt hatte, eigentlich eine Bombe war. Dass also ein in der Verantwortung stehender Banker von sich aus sagt, und wir haben gezockt, um unsere Gehälter zu erhöhen und haben uns zu diesem Zweck zusätzlich verschuldet. Aber das ist eben der Punkt. Der Moderator, eine Medienpersönlichkeit, zog es vor, über das populistisch eingängige Thema zu reden. Zweites Argument, ziemlich krass. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem Teil der Medien auch Beißhemmungen gegenüber den Landesbanken gibt. Drittes Argument, bei einem anderen Teil der Medien spielt, damit meine ich insbesondere die Wirtschaftspresse, spielt die Branche selbst, sei es über Abonnements, sei es über Inserate, auch eine gewisse Rolle. Wobei da dann eher, sagen wir, eine Abhängigkeit von den privaten Instituten zu vermuten ist. Ich habe für alle diese Dinge Anhaltspunkte, aber ich würde mir nicht zutrauen, hier wirklich mit irgendeiner Form von Gewissheit die Ursachen festzumachen.